Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie an Videos über das magnetische Feld. Es geht doch bei uns um Elektrotechnik, oder? Warum reden wir denn über Magnetismus? Nun, Magnetismus, das magnetische Feld und das elektrische Feld sind sehr, sehr nahe miteinander verwandt. Wir werden das sehen. Ja? Die sind näher miteinander verwandt wie Bruder und Schwester. Bruder und Schwester haben gleichen Vater und Mutter. Aber das ist wie in der griechischen Mythologie. Eins erzeugt das andere erzeugt das eine. Das ist wie ein Kreislauf. Elektromagnetismus heißt das Ganze. Jetzt schauen wir uns das magnetische Feld an. Ja? Schauen wir uns hier mal magnetische Erscheinungen an. Okay? Habe ich schon aufgeschrieben. Ich habe da zwei Magnete von so einem Kinderspiel. Ja? Die sind Stabmagnete, kann man sagen. Schau, schau, bicken schon. Ja? Das ist einmal eine Beobachtung. Es gibt eine magnetische Kraftwirkung. Gell? Und es gibt jetzt, da haben wir gesehen, die zwei Sachen ziehen sie an. Ja? Wenn ich jetzt den Magnet umdrehe und gehe dahin, das könnte der Hauer an, ja? Stoßen sich ab. Also ähnlich wie im elektrischen Feld gibt es anscheinend zwei unterschiedliche Polaritäten. Okay? Es gibt Anstoße, also schreiben wir mal auf alle Fälle auf, es gibt anziehende und abstoßende. Es gibt anziehende und abstoßende. Kräfte, magnetische Kräfte. Okay? Das haben wir mal etabliert. Ja? Und wir haben gesehen, wenn ich das umdrehe, ja, dann wird das eine, ich kann mir aussuchen, ob das anzieht oder abstoßt. Ja? Da, bringe ich nicht zusammen. Ja, da, back, muss ich mir planen, dass es auseinander geht. Ja? Es gibt offensichtlich zwei Polaritäten. Ja? Es gibt zwei Pole. Ja? Einer davon heißt Nordpol und der andere heißt Südpol. Okay. Diese zwei Pole gibt es. Die hat man nicht wie beim elektrischen Feld Plus und Minus genannt, sondern Nord- und Südpol. Ja. Aber auch hier gilt, ja, ungleichnamige Pole ziehen sich an. Ziehen sich an und gleichnamige Pole stoßen sich ab. Okay, so nennen wir das. Ja. Es gibt also Nord- und Südpol, ja. Ziehen sich an oder stoßen sich ab. Ja. Weg. Von Geisterhand. Gut, ja, jetzt hat aber so ein Magnet nicht nur Einfluss auf einen anderen Magneten, sondern es gibt auch Materialien unterschiedlichster Art. Das ist zum Beispiel ein Stahlblech. Ja, wenn ich da mit dem Magneten zurückgehe, pack, zieht da. Ja, lege das wieder hin. Jetzt drehe ich die Magneten um, gehe hin. Jetzt ist praktisch der andere Pol. Back, biegt trotzdem dran. Ja. Also es gibt Materialien, die auf alle Fälle von Magneten angezogen werden. Ja. Schreiben wir auch auf. Ferromagnetisch heißen die. Magnetische Materialien. Werden von Magneten stark angezogen. Und zwar egal, ob Nord- oder Südpol.
Ferromagnetische Materialien heißen die. Ja? Das war das da. Back. Leg es da her. Dann gibt es wiederum Materialien, wie zum Beispiel da meine Pinzette, die haben wir auch schon öfter gesehen. Gell? Da, ah, da hinten ein bisschen, da vorne gar nicht. Na, anscheinend nichts. Ja? Was ist das? Kupfer. Nix. Ja? Zink. Nix. Ja? Meine Haut, meine Hand. Nix. Bleibt nicht bicken. Ja? Es scheint also Materialien zu geben, die auf die ein Magnet keinen Einfluss hat. Es gibt genau genommen zwei unterschiedliche Klassen von Materialien. Es gibt die sogenannten paramagnetischen Stoffe. Ja? Paramagnetische Materialien werden nur sehr, und das gebe ich in Klammer, schwach angezogen. Also so, dass man sagt, eigentlich nicht, ja, sehr schwach. Ja, also man hat gesehen, da spüre ich gar nichts. Ja. Und da gibt es noch diamagnetische Materialien. Und die werden nur sehr, wieder in Klammer, schwach abgestoßen. Also Aluminium zum Beispiel ist paramagnetisch und Kupfer ist diamagnetisch. Aluminium wird ganz leicht angezogen und Kupfer wird ganz leicht abgestoßen, aber bieten dort gar nichts drauf. Ja? Also das sind die Dinge da. Ja? Ja, wie man so mit ferromagnetischen Materialien das magnetische Feld darstellen kann, das möchte ich kurz herzeigen bei einer Versuchsaufbau. Dann sehen wir das eh. Ja. So, dann wollen wir uns das anschauen, was man mit ferromagnetischen Materialien machen kann. Und zwar habe ich hier einen Stabmagneten. Ja, habe ich hier einen Stabmagneten. Wo Nord und Süden ist, weiß ich nicht genau, es ist aber auch egal. Und hier, was habe ich hier? Hier habe ich Sägespäne, Feilspäne, ferromagnetische Späne, Eisenspäne. Okay? Das mache ich jetzt auf und streue diese da, was mir gelingt, auf dieses Blättchen. Das ist einfach ein Stück Karton. Streue das her, dass das halt ein bisschen da verteilt ist. Da immer so ein bisschen. War vorher besser als. Wurscht. So, dass er die Jura ein bisschen was ist. Ja. Und jetzt mache ich folgendes. Jetzt bringe ich diesen Stabmagneten da in die Mitte und stelle das drauf. Ah, da sehen wir schon, da tut es ein bisschen was. Ja. Ah, es stellen sich diese Eisenspäne auf. Wenn ich jetzt noch ein bisschen draufklopfe, dann ordnen sich diese Eisenspäne. Muss ich ein bisschen aussehen, dass das ein bisschen schöner aussieht. Ja. Dann ordnen sich diese Eisenspäne entlang der magnetischen Feldlinien an. Also wir erkennen, hoffentlich, starten wir ein bisschen was drauf. Wenig. Ich hoffe nur ein bisschen. Wir erkennen eindeutig das magnetische Feld. Ja, also so runter, so, da sind die zwei Pole, Nord- und Südpol, und das magnetische Feld geht halt so in Kreis. Ja. Man sagt, das magnetische Feld geht von Nord zum Südpol. So sieht man das. Ja, gehen wir das da ein bisschen weg. Und natürlich kennt sowas auch jeder hier, einen Magneten, ja, also ein Kompass,
Ja, der zeigt jetzt dann nach Norden. Norden ist da hinten irgendwo. Und wenn ich hier den in die Nähe meines Stabmagneten bringe, da siehst du, zeigt er nichts mehr. Ja, da kann ich nämlich herumfahren und der Kompass ändert seine Richtung. Ja, der zeigt uns nämlich jetzt nicht mehr das Erdmagnetfeld an, sondern das Magnetfeld, was er von diesem Stabmagneten sieht. Ein Kompass eignet sich also wunderbar, um die Anwesenheit magnetischer Felder oder auch die Abwesenheit magnetischer Felder, weil dann trat er sich nämlich ins Erdmagnetfeld ein, festzustellen. Ja? Das wird wichtig bei einem nächsten Punkt, jetzt, den wir uns hier anschauen werden, weil nämlich Magnetismus und Strom sehr eng verwandt. Okay? Schauen wir uns das an. Und ich habe schon behauptet, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus. Ja? Und ich baue da jetzt einen Versuch auf, ja, mit einem Leiter und mit einem stromdurchflossenen Leiter und mit dem Kompass. Und dann werden wir schon anschauen, ob da mit dem Kompass irgendwas gemessen werden kann rund um diesen Leiter. Okay? Schauen wir uns das einmal an. So, um jetzt tatsächlich herzuzeigen, dass es sich beim Strom und Magnetismus um eine Einheit handelt, habe ich folgende Anordnung gemacht. Da ist ein Leiter, da rinnt im Moment kein Strom. Ja, der geht da nach unten, geht da durch die Platte durch den Karton, ja, geht da wieder zurück zu meinem Netzteil da hinten. Rinnt kein Strom. Ich habe den Kompass jetzt da so hergelegt, dass er halt Richtung Norden ausgerichtet ist, was da drüben ist. Ja, ungefähr. Und wenn ich jetzt den Strom aufdrehe, schauen wir, was passiert. Der Kompass wird abgelenkt. Okay? Der Kompass wird abgelenkt in diese Richtung. Das heißt, der Stromfluss, der jetzt durch diesen Leiter durchrinnt, das sind 3 Ampere in etwa, hat ein Magnetfeld erzeugt, was sich mit dem natürlichen Magnetfeld überlagert. Und jetzt schaut das halt so aus. Ja? Wenn ich es wieder abdrehe, geht das auch wieder halbwegs zurück. Vielleicht muss man ein bisschen beirren. Ja, die Reibung überwindet, nur mehr aufdrehen, schau, jetzt geht's dahin, abdrehen, wieder retour. Gut, gell? Und wenn ich jetzt die Polarität umkehre, also den Strom in die andere Richtung rinnen lasse, also da einfach Plus und Minus umdrehen, ja, schauen wir, was dann passiert, auf, das geht sogar noch viel besser in diese Richtung. Es geht in die andere Richtung, das ist immer wichtig. Warum geht das besser? Nun ja, wahrscheinlich lässt sich das Magnetfeld in diese Richtung besser überlagern. Ja. Kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Position da der Kompass liegt. Ja. Also wir sehen auch, wenn ich wieder abdrehe, dann sollte der ebenfalls wieder zurückgehen. Schwingt über, schwingt ein bisschen. Jawohl. Ja. Geht wieder retour. Also Strom umgibt sich mit einem Magnetfeld. Ja. Bewegte Ladungsträger anscheinend nicht, stillstehende Ladungsträger anscheinend nicht. Der bewegte Ladungsträger, Strom, ja, erzeugt plötzlich ein Magnetfeld. Wieder eine Beobachtung. Ja. Schreiben wir das auch auf. So, also ein stromdurchflossener Leiter umgibt sich mit einem Magnetfeld. Das ist einmal etabliert, gell? Das schreiben wir auf, stromdurchflossene Leiter. Erzeugen ein Magnetfeld. Schier geschrieben. Ich hoffe, man kann es lesen. Stromdurchflossene Leiter erzeugen ein Magnetfeld. Und der Ampere hat festgestellt, wenn jetzt 2 Leitungen nebeneinander hinlegt, okay, und er lässt da gleichsinnig den Strom durchrinnen, dann ziehen sich die 2 Leitungen an. Also die erzeugen nicht nur ein Magnetfeld, sondern anscheinend bewirkt auch ein Magnetfeld eine Kraft auf einen bewegten Ladungsträger. Okay? Und jetzt nämlich, wenn es gegensinnig durchflossen sind, dann stoßen sich die ab. Ja? Und wenn es gekreuzt sind, dann probieren sich die parallel zu drehen. Ja?
Also Magnetfelder. Üben Kräfte auf bewegte Ladungsträger aus. Das ist schon ein ganz grober Hinweis darauf, dass da mit Elektrizität und mit Magnetismus schon ein gewisser Zusammenhang herrscht. Ja? Es ist nämlich diese permanenten Magnete und so weiter, das ist zwar als erstes entdeckt worden, aber eigentlich ist das nur eine Folge. Okay? Wir werden sie in den nächsten Videos ansehen, wie das ausschaut. Ja? Nächstes Video wird handeln von magnetischen Feld. Ja? Wie, so wie wir auch uns dem elektrischen Magnet genähert haben. Okay? Es gibt schon einen groben Unterschied zwischen elektrischem Feld und magnetischem Feld. Das ist nämlich, wenn ich so einen Stabmagnet hernehme, ja, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Stabmagnet, ja, Nordpol, Südpol. Wenn ich den in der Mitte teile, ja, habe ich zwei Magnete und jeder Magnet hat einen Nord- und einen Südpol. Ich kann nicht einfach den Südpol abschneiden. Ja. Es gibt keine Monopole. Es gibt keine Monopole. Ja. Das geht nicht. So ein, man kann sich vorstellen, so ein Magnet ist aufgebaut mit Elementarmagnete und die sind halt überall da drin verteilt und jedes Mal, wenn ich es auseinanderschneide, habe ich einen neuen Magnet mit Nord- und Südpol. Ja. Das bedeutet aber auch, ein magnetisches Feld hat keine Quellen. Ja. Es gibt positive Ladungen, die können wir isolieren, es gibt negative Ladungen, die können wir isolieren, und man sagt, das eine sind Quellen, das andere sind Senken. Da gibt's das nicht. Ja. Da muss immer ein Gras gehen, das ist ein Wirbelfeld. Ja. Das schreibe ich dann noch dazu. Keine Monopole. Ja. Also keine isolierten Nord- oder Südpole. Gut, nächstes Mal durchfluten wir. Schauen wir uns die magnetische Flussdichte an, durchfluten und nächstes Video. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.